Hallo liebe Taktikfreunde, Thema in diesem Video ist der Spielaufbau aus der 4-2-3-1-Formation gegen einen Gegner, der ebenfalls in einem 4-2-3-1 gegen uns spielt. Coaching Team ist die rote Mannschaft. Wir können erkennen, dass wir im Spielaufbau mit unseren zwei Innenverteidigern nur eine unmittelbare Sturmspitze vor uns zu stehen haben. Das heißt, wir können hier mit einem Querpass relativ schnell mit unseren Innenverteidigern in diese Halbräume gelangen. Wir sehen aber auch, dass wir zwei Sechser hier haben, sodass wir hier keine Überzahl haben gegen den einen Zehner des Gegners. Dafür haben wir dann hier nochmal eine Unterzahl mit unseren Zehner gegen den zwei Sechser hier. Wenn wir unser Innenverteidiger in diese Halbräume kommt, haben wir die Möglichkeit natürlich den ersten Blick tief zu suchen. Das heißt, wir können vertikal Pass auf unseren Flügelspieler spielen, der sich hier im Zentrum so ein bisschen in den Halbräumen anbietet. Wir haben auch die Möglichkeit, dass sich unser Zehner hier zwischen den Linien anbietet, dass wir ihn hier in die Tiefe anspielen. Wenn der Gegner die Tiefe gut zustellt, indem wir hier wirklich gut zugemacht wird, dass dieser Pass in die Tiefe nicht wirklich möglich ist, haben wir dann hier automatisch die Möglichkeit, wieder unseren Außenverteidiger anzuspielen, der schon so ein bisschen im Rücken des Gegners steht, sodass er mit der Ballmitnahme schon sofort den Gegner auch ausgespielt hat. Dann haben wir natürlich wieder Möglichkeiten über Flügel, sei es ein Pass in die Linie runter oder halt auch verschiedene Möglichkeiten mit einem Doppelpass, Pass auf den Stürmer etc. Wir haben auch die Möglichkeit, je nach Gegnerverhalten und wie sie halt bei Rotiert verschieben, hier mit unserer Überzahl, mit unseren zwei Sechsern, wenn wir sie gut ausnutzen, dass sich vielleicht einer der Sechser hier so ein bisschen absetzt, den wir dann hier auch nochmal anspielen, dass er sich aufdrehen kann und hier in diesen Raum kommt, sodass wir hier auch nochmal Überzahl schaffen können. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn sich der Gegner ballorientiert verschiebt, dass wir dann zum Beispiel unseren Außenverteidiger anspielen und damit einen abkippenden Sechser agieren, der sich dann hier auf diese Position des Außenverteidigers absetzt, aber gegen die Verschiebebewegung des Gegners. Das heißt, sie spielen drüben an, der Gegner verschiebt sich, spielen unseren Innenverteidiger an, da muss der schon hier sein und können dann vielleicht schon mit dem Ball hier wirklich scharf hier reinspielen in diesen Raum, sodass wir dann mit unserem Außenverteidiger hier vorrückt, hier nochmal Überzahl am Flügel schaffen können. Dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, entweder ihn hier anzuspielen, dass wir dann hier einen tiefen Ball suchen, dass wir in den Rücken des Gegners kommen, dass sich dann hier vielleicht nochmal der Zehner hier zwischen den Linien anbietet, dass wir dann mit dem Zehner Spiel über den Dritten haben, dass wir einen Doppelpass spielen etc. Viele verschiedene Möglichkeiten, je nach Gegnerverhalten, nur dass wir halt unseren Sechser gegen die Verschiebebewegung hier außen absetzen, dass unser Außenverteidiger hochzieht und hier nochmal Überzahl am Flügel schaffen. Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, wie gesagt, je nach Gegnerverhalten, je nach Trainerphilosophie im Allgemeinen. Ich wollte nur ein paar Möglichkeiten aufzeigen. Vertikalen Ball mit unserem Innenverteidiger, der hier vorrückt. Pass nach außen über den Außenverteidiger, die Spielfortsetzung beim Flügel fortsetzt. Wir haben unseren Sechser, der sich hier absetzt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, mit einem abhebenden Sechser im Außenverteidiger nach vorne kommen. Wenig Sinn macht es hier, mit einer Dreierkette den Spielaufbau zu gestalten. Das heißt, wenn sich ein Sechser hier absetzt, macht es ja wenig Sinn, weil wir, wie wir erkennen können, wenn die mit einem 4-2-3-1 spielen, dass wenn unser Außenverteidiger, wenn der Innenverteidiger hier den Ball hat, haben wir jetzt natürlich dann wieder auch unmittelbar drei Spieler vor uns. Dann ist natürlich der Gegnerdruck auch etwas höher. Ich hoffe, es waren ein paar gute Informationen dabei. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte abonniert meinen Channel, empfehlt mich weiter. Bleibt an meinem Channel dran. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.